Hallo, hier ist Alma und heute zeige ich euch ein paar metallischen Farben von Kadenz. Also es ist eine neue Farbe gekommen und zwar diese Twin Magic Farbe. Das ist eine Farbe, die je nach Lichtwinkel verschiedene Farbtöne herstellt und das kann ich nicht erwarten. Ich möchte die einfach ausprobieren. Dann werden wir diese Transparent Holographic Effektfarbe ausprobieren. Extrem Metallic Light. Die ist ja auch so mit kleinen Partikeln drinnen und das soll sich ja auch nach Lichtwinkeln, die Partikeln sollen verschiedene Farbakzente setzen. Jetzt habe ich zwei Dora-Farben. Dora Metallic und Dora Hybrid Metallic. Also theoretisch der Unterschied dazwischen ist, Dora Hybrid ist Multi-Surface. Das heißt, die ist für verschiedene Untergründe super, auch für Kerzen, für wirklich für Glas, für alles. Und das ist ja eine normale metallische Farbe, die hat aber sehr viel von Brokat drinnen, von diesen kleinen Partikeln. Und ich weiß nicht, ob ihr könnt das mal sehen. Ja, und dann will ich auch den Unterschied zwischen den Farben mal sehen. Und Diamant Metallic, die habe ich ja auch schon mal in anderen Filmen gezeigt. Aber ich will nochmal mit den anderen Farben diese Farbe vergleichen. So, denn fangen wir mal damit an, weil ich kann wirklich nicht erwarten, bis ich die Farbe endlich mal ausprobiere. Ich habe mir Brett mit ganz einfachen Acrylfarben gestrichen, nur dass wir sehen, auf verschiedenen Farbtönen wie die Farben wirken. So. Oh ja. Ich glaube, das wird noch besser, wenn die trocken ist. Aber da kann ich euch schon mal zeigen. Ich hoffe, ihr könnt das mal sehen. Es ist so zwischen Pflaume und, ich weiß nicht, Gold, Grün. Das ist je nach. Und hier kann man das auch noch sehr gut sehen. Dann machen wir als nächstes nehmen wir diese Dora Metallic Farbe, aber die einfache. Und ja, die deckt sehr gut, finde ich. Und die hat so jede Menge kleine Brokatpartikel. Dann nehmen wir direkt daneben die Dora Hybrid. Von Konsistenz, die ist etwas dickflüssiger wie die normale Dora. Und die deckt auch viel besser, finde ich. Also, das ist ja unglaublich, wie die Farbe deckend ist.
Genial. Sehr gut. Jetzt auch eine Farbe, die neu bei mir im Sortiment ist, und zwar diese Light Metallic, extrem Light Metallic. Ich glaube, das sehen wir trotzdem, aber da sieht man schon, dass die so bläulich ist hier, obwohl sie eigentlich grau ist. Ich glaube, wenn die trocken ist, dann macht sie das auch, also dann sieht das sowieso ganz anders aus. Das zeige ich euch gleich, wenn die Farben trocken sind. So, dann nehmen wir den Diamant. Jetzt möchte ich euch noch zeigen, diese Transparent-Holographic-Farbe. Viele von euch haben mich gefragt, was ist das eigentlich für Farbe, wie sieht die aus? Darum, die will ich euch jetzt mal zeigen. Ja, diese Partikel, könnt ihr das sehen? Auf dem weißen. Ja, ich habe damit eine Flasche für Weihnachten gemacht mit Schneeeffekt und das hat eigentlich sehr cool ausgesehen. Aber auf dem dunklen, da sieht man das natürlich viel besser, dieses Effekt. So, jetzt warte ich, bis die Farben trocken sind und dann zeige ich euch, wie es danach aussieht. Bis gleich. Und jetzt bin ich für euch nach draußen gegangen, weil ich denke, diese Effekte bekommt man wirklich nur in dem Tageslicht. Und zwar fangen wir mal an mit unseren Twin Magic. Und da könnt ihr mal sehen, hoffentlich, also ich sehe hier in der Sonne gar nichts gerade. Wie können sich die Farben wechseln. Jetzt kommen wir zu Dora, aber die einfache Dora. Und auf den dunklen. Und zu Dora Hybrid Metallic.
Das ist unsere Extreme Light. Aber das ist die hier. Jetzt kommt Diamond. Und auf dem Dunklen. Und diese Holographic Paint. Das kann ich wirklich nicht so wirklich sehen. Das blendet mich hier alles ab. Darum, ich bitte um Verzeihung, wenn es irgendwie nicht richtig etwas ist. Unsere Holographic Paint. So, ich hoffe, ich habe noch einmal Blick von Weitem. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie helfen, etwas den Auswahl erleichtern. So, wir hören uns nächstes Mal. Danke und tschüss.